Die Eurozone steckt in der Rezession. Die Wirtschaftsleistung der 17 Euro-Staaten ist im zweiten Quartal um 0,2% geschrumpft, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schätzung mitteilte. Im ersten Quartal hatte das Bruttoinlandsprodukt noch stagniert. Dabei sind die Unterschiede zwischen Nord- und Südeuropa gewaltig. In Deutschland und den Niederlanden etwa legte die Wirtschaftsleistung gegenüber dem Vorquartal zu. In Frankreich blieb sie unverändert. In Spanien, Italien und Portugal ging sie deutlich zurück. Deutschland bleibt die Konjunkturlokomotive der Eurozone, auch wenn sie ihr Tempo etwas gedrosselt hat. Vor allem der Konsum entwickelte sich positiv, dank des starken Arbeitsmarkts und der niedrigen Inflationsrate. Und auch die Exportwirtschaft bleibt stabil. Unsicherheit herrscht hingegen bei den Unternehmen, die sich mit Investitionen zurückhalten. Ganz anders die Lage in Portugal. Hier schwächelt die Inlandsnachfrage, die Arbeitslosenquote erreichte ein Rekordhoch von 15% und die steigenden Sozialausgaben gefährden den Sparkurs des Landes. Das portugiesische Bruttoinlandsprodukt geht schon seit dem ersten Quartal 2011 stetig zurück. Im Gesamtjahr 2012 wird Portugals Wirtschaft voraussichtlich um 3% schrumpfen.